Enterprise, hier spricht die Einsatzzentrale der Sternenflotte. Alle Material- und Personaltransfers sind abgeschlossen. Freigabe zum Verlassen des Erdorbits erteilt. Gute Nacht. Bestätigt. Enterprise Ende. Fenrich. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erteilt. Commander Sulu meldet sich zum Dienst. Hikaru. Vincent. Der Captain meinte, Sie können sich morgen nach der Mannschaftsbesprechung mit ihm treffen. Werde ich tun. Wie war's? Schön, wie geht's meinem Schiff? Fein, fein. Du wirkst erholt. War sehr erholsam da unten. Nicht sehr. Kommandotraining. Ah, stimmt ja. Training fürs Kommando, Lieutenant. Sir, die Sternflotte hat gerade Commander Sulus Versetzungsbefehl übermittelt. Danke, Fenrich. Kurs, Sir. Bereithalten. Ich habe neue Navigationskarten. Neue? Haben sich die Sterne bewegt? Eigentlich bewegen sie sich andauernd. Computer bereit. Ich habe diese Updates selbst programmiert, als Teil meiner Abschlussarbeit für Stellarnavigation. Es sind deine Hausaufgaben? Könnte man sagen. Übertragung abgeschlossen. Bringen Sie uns raus, Mr. Desserre. Aye, Sir. Und, Vincent, wie geht's Janice? Desal! Wir kommen vom Kurs ab. Das Steuer reagiert nicht. Welchen Abflugvektor hast du benutzt? Erdstandard! Wo ist Barnards Stern? 6 Lichtminuten in diese Richtung. Was dachtest du denn? Alle Koordinaten sind invers. Öffne diese Klappe. Und jetzt was? Wir holen die Navigationssensoren manuell um. Du musst das kompensieren. Kompensiere! Sulu! Jetzt oder nie, des Herrn. Sei mein Mitmacht. Voller Stopp, Mr. Desserre. Voller Stopp, ein. Beim ersten Test in Stellar Navi bin ich durchgefallen, weil ich zu Beginn ein Plus und ein Minus miteinander vertauscht hatte. Der Rest der Berechnung baute darauf auf. Ich hatte schlecht geschlafen. Ich erwarte Ihre Berichte bis 0600. Computer, stelle die ursprünglichen Navigationsdaten wieder her. Arbeite. Hast du wirklich mein Schiff aus dem Zeitportal geflogen? Hikaru, es war fantastisch. Stell dir nur mal vor, das Ding war eh schon riesig, aber da waren Canyonwände und Windschere. Windschere? Es war echt unglaublich. Ich meine, in einer Sekunde stoßen wir durch die Atmosphäre, dann nachdem wir die Schilde ausgebildet haben.
Studios.